Moin, wieder auf der IWA, jetzt bei SwissEye, auch langjähriger Partner von Rick & Company. Hat auch einige sehr besondere Neuheiten im Programm und die schauen wir uns jetzt mal an. Dazu freue ich mich, dich wiederzusehen. Hallo Dana. Ich auch. Schön, wie war die Messe bisher? Sehr erfolgreich. Also es sind wirklich sehr, sehr interessante Kontakte, die vorbeikommen. Wir waren ja auf der Infostech vorher. Richtig. Da waren viele von den Behörden da und jetzt ist so die... Jetzt geht die IWA los. Die IWA los, jetzt genau. Warten wir mal. Richtig. Ja, Infostech hatten wir ja leider nicht mehr geschafft. Da war auch bei SwissEye immer viel los und bei uns war viel los und so. Deswegen sind wir heute auch bei IWA hier. Ja. Na, wie lange gibt es SwissEye? Roundabout? Ja, so ungefähr 25 Jahre. Ungefähr 25 Jahre und auch viel im taktischen Bereich gearbeitet habt ihr. Also wir haben im Freizeitbereich angefangen mit Sportbrillen und Freizeitbrillen und haben dieses Know-how genutzt, um dann halt auch Brillen für Spezialkräfte herzustellen. Und da und somit, sind wir jetzt relativ erfolgreich. Und somit sind wir auch zusammengekommen irgendwann. Genau. Ich sag mal, Recon und SwissEye Partnerschaft seit etwa über 10 Jahren. Seit über 10 Jahren, genau. Erfolgreich, denke ich. Ja. Das ist eine schöne Partnerschaft entstanden. Ihr habt auf jeden Fall Neuheiten, die möchtest du uns heute zeigen? Ja, sehr gerne. Die erste schauen wir uns mal an. Da haben wir hier eine Laserschutzbrille. Da haben wir sowohl einen grünen Laser als auch einen braunen Laser. Das wird vor allem benutzt, wenn natürlich mit Lasern quasi gekämpft wird. Also vor allem bei Piloten ist das sehr wichtig, dass die sich gegen Laserstrahl schützen können. Und da haben wir auch noch so ein zusätzliches Feature, dass man das quasi für Brillenträger nutzen kann. Den kann man dann verglasen lassen bei jedem Optiker und setzt das dann in die Brille wieder ein. Praktisch immer dieser Einsatz für die eigene Brillenstärke. Ja, genau. Gibt es ja auch schon für andere Schutzbrillen. Richtig. Ne? Ja. Genau. Und eine weitere Neuheit ist, ich gehe mal kurz hier rüber, ist diese Rescue-Brille. Die haben wir speziell konzipiert, wenn man das gemeinsam mit einem Helm tragen muss. Und was hier ein großer Vorteil ist, ist das Quick-Release-System. Man drückt einfach hier hinten drauf, meistens hat man Handschuhe an und da ist man ein bisschen eingeschränkt. Ja. Da drückt man hier hinten drauf und schon ist die Brille ab. Also super. Sehr praktisch. Ja, gerade für Einsatzkräfte, die behandschuht sind, dann trotzdem schnell die Brille abnehmen zu können. Mhm. Und dann kann ich noch eine Sache zeigen. Ich mache es mal hier noch ab. Es ist ja immer relativ schwierig, die Scheiben zu wechseln. Aber bei dem System ist es sehr einfach. Man klickt hier hinten drauf, dann ist das hier quasi entriegelt und kann ganz einfach die das Glas wechseln. Das ist ja super. Wird es denn die Scheiben auch in diesem Laser-Schutz geben? Ja, ja. Auch. Ist auch genau. Dann vorgesehen. Das ist ja super, weil das ist natürlich genau für Spezialkräfte eine unheimlich interessante Sache. Ja, super. Und die Laserschar, das ist jetzt gerade unter der Zertifizierung und wir werden das ungefähr, also wir werden es vor dem Sommer dann quasi lagervorrätig haben. Okay, also kann man davon ausgehen, dass so ab Sommer irgendwann das auch bei uns verfügbar sein wird im Shop. Könnt ihr dann abfragen. Ich denke mal, wenn die Brillen kommen von SwissEye, auch wahrscheinlich noch andere neuen Modelle, die dann eher so im Freizeitbereich nachher sind, dann werden wir die auch nochmal in einem anderen Video vorstellen. Dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann seid ihr auf dem Laufenden, wenn die Brillen kommen. So, und dann habt ihr aber auch noch euer normales Brillensortiment überarbeitet, wird ja auch zu uns kommen. Was sind denn da die neuen Features? Okay, die kann ich dir mal an der Raptor zeigen, ja? Die Raptor Standard und die Raptor Pro. Wenn man hier sieht, die Bügel haben hier solche Noppen. Das haben wir bei der Raptor Pro quasi ein bisschen verbessert. Das ist vom Komfort her angenehmer hinterm Ohr. Und wenn man die beiden Nasenstege sieht, bei der Raptor ist es ein fester Nasensteg, den man nicht verstellen kann. Und bei der Raptor Pro kann man die etwas besser anpassen. Die ist somit quasi ein bisschen flexibler und anpassbarer. Also praktisch die Entwicklung jetzt nochmal auf Tragehaufen vorgelegt. Genau. Einfach nochmal sich das Feedback zu holen der Kunden und zu sagen, dass es Endverbraucher ist. Okay, die Usability zu erhöhen und die Brillen einfach zu verbessern. Also eigentlich Sachen, die ihr auch immer macht, immer stetig eure Produkte weiterzuentwickeln. Genau, wir hören immer auf das Kundenfeedback und dann können wir gut reagieren. Wie ist das bei der Raptor Pro? Sind die schon auf Lager oder kommen die jetzt auch erst? Die sind schon auf Lager. Die sind auf Lager. Also genau. Dann werden die sicherlich auch in den nächsten 1-2 Wochen bei uns verfügbar sein, werdet ihr dann finden. Dana, ich danke dir ganz herzlich für die Vorstellung der neuen Sachen. Ich wünsche euch noch eine schöne Messe. Ebenso. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Und an dieser Stelle sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.